Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Games-Anwalt und wir haben heute mal so eine Art kleine Fortsetzung zu dem Thema vom letzten Mal. Da ging es ja um Screenshots und ähnliches und was man davon verwenden darf. Und dabei, beziehungsweise im Nachklapp davon, bin ich auf einige Dinge gestoßen, die ich persönlich erstmal ziemlich spannend fand. Nämlich an mir ist völlig vorbeigegangen, dass es inzwischen eine, und das schon seit einigen Monaten, wenn nicht sogar Jahren, sehr florierende Szene gibt rund um das sogenannte Let's Play. Und darum soll es nämlich auch heute gehen. Es mag jetzt vielleicht den einen oder anderen da draußen geben, der noch nie etwas vom Let's Play gehört hat. Dem sei ganz kurz in 30 Sekunden eine Aufklärung angedient. Das ist nämlich einfach, ja, man spielt Spiele, nämlich Videospiele oder Computerspiele, zeichnet das Ganze auf und spricht dazu. Also kommentiert das Ganze. Das kann man sich vorstellen wie so eine Fußballübertragung, nur dass man eben da entweder selber, alleine, beziehungsweise mit einem Freund oder einer Freundin zusammen das Ganze dann bespricht. Dafür gibt es dann solche Boxen zum Beispiel, um von der Xbox oder von der PlayStation 3 das Ganze mitzuschneiden mit dem Laptop. Oder auf dem PC gibt es die Software Fraps, die installiert man und dann wird im Parallel das Ganze mitgeschnitten. Das Ganze wird dann veröffentlicht. Meistens auf YouTube, noch der Begriff Let's Play dazugegeben, meistens dann irgendwie auch noch der Spielname und eine Nummer, die sagt, wie weit man jetzt ist, wer wie viel Detail das ist und dann findet man da teilweise wirklich komplette Spiele von vorn bis hinten, mehrere Stunden lang, die man dann, je nachdem wie gut dann derjenige, der das Ganze kommentiert ist, dabei ist, entweder mit Interesse oder nach wenigen Minuten dann mit einer gewissen Langeweile dann wieder abschaltet. Auf jeden Fall gibt es da auch richtige Stars schon, die also da schon seit vielen Jahren, ja, Monaten und Jahren vielleicht schon dabei sind, viele tausend Zuschauer haben, hier auch in Deutschland. Und da fragt man sich natürlich, nach dem, was wir letztes Mal erzählt haben, wie kann das sein? Letztes Mal hatten wir erzählt, die entsprechenden Spielehersteller haben die Rechte an ihren Spielen und auch an dem, was dort auf dem Bildschirm passiert. Das bedeutet in diesen Fällen, dass man nicht einfach sagen kann, was man manchmal auch in Foren liest, naja, ich spiele ja, man sieht hier ja, wie ich nach links und rechts laufe, wie ich schieße und das ist ja ganz individuell. Also ich bin der Urheber und der Spielehersteller, gut, der hat da irgendwie so eine Plattform, aber der Urheber bin doch ich. Damit darf ich doch wohl alles machen. Nein, das gilt nicht, sondern das Zentrale ist das Spiel und wer sich mal gerade bei einigen Spielen vielleicht auch mal kurz einen Gedanken darüber verschwendet, ob das wirklich alles so frei ist, nein, in der Regel hat man ja dann öffentlich irgendwo mal so eine offene Tür, dann darf man rein, dann sind die Gegner immer gleich, also so viel Individualität ist da in dem Spielgeschehen gar nicht drin. Also das Zentrale ist das Spiel, da wollen wir gar nicht lange diskutieren, das ist auch durch, also die Rechte liegen bei den Spieleherstellern. Und das, was jetzt eben hier dazu kommt, ist die Frage, inwieweit denn diese Spielehersteller Rechte an den Videos bzw. an dem Aufzeichnen dann abtreten bzw. es tolerieren. Ich habe einige von den Herstellern mal angeschrieben, unterschiedliche Reaktionen bekommen, insbesondere interessant von Microsoft, sogar einen Link auf eine Seite, wo sie ihre genauen, ja, Spielregeln dann veröffentlichen, wenn man denn ein Xbox-Spiel aufzeichnen und kommentieren will. Also ein Let's Play oder auch sowas wie Red vs. Blue oder ähnliches machen will, dass das von denen durchaus gestattet ist, teilweise sogar zusammen mit der Musik. Es gibt ein paar Spielregeln, die man einhalten muss, nämlich insbesondere, dass man die entsprechenden Filmchen nicht monetarisiert. Man darf sie zwar auf YouTube stellen, das heißt die Problematik, ob dadurch nicht vielleicht schon eine kommerzielle Nutzung entsprechend passiert, die meistens untersagt ist, braucht man gar nicht lange diskutieren. YouTube wird erwähnt, aber in diesen Fällen eben nur im Sinne von, dass eben kein Partnerprogramm oder ähnliches in Anspruch genommen wird. Dann toleriert oder erlaubt man in diesen Fällen sogar die entsprechende Nutzung. Das ist aber, soweit ich recherchiert habe, eher die Ausnahme, dass es so offensiv von einem Hersteller dann auch entsprechend vertreten wird. Bei den meisten anderen ist es so, dass man, wenn man explizit nachfragt, immer mal wieder was von tolerieren hört, ohne dass man sich jetzt festlegen will, wo denn diese Toleranz vielleicht endet. Viele auf jeden Fall sagen, keine kommerzielle Nutzung, also wieder Partnerprogramm raus, aber die meisten tatsächlich scheinen wohl diese Geschichten zu tolerieren. Selbst ein Let's Play von vorn bis hinten. Dafür gibt es auch entsprechend großes Forum mit vielen Nutzern, das Let's Play Forum, den Link habe ich hier unten eingeblendet. Da findet man zum Beispiel auch Listen, wo die Leute mal nachgefragt haben und dann eingetragen haben, was sie für Antworten bekommen haben.
Da kann man sich jetzt nicht drauf hundertprozentig immer verlassen, weil sich Meinungen ändern können und wie gesagt immer von Toleranz die Rede ist, was auch irgendwann mal sich ändern kann. Aber es ist schon mal ein Hinweis darauf, dass tatsächlich viele, wenn nicht sogar die meisten Hersteller, allem Anschein nach solche Videos eher auch als Eigenwerbung sehen und nicht als etwas, wo man jetzt abmahnen muss. Ein Problem ist tatsächlich schon eingetreten bei insbesondere Previews und ganz neuen Spielen. Da hat man wohl tatsächlich zumindest bei YouTube und ähnlichen Diensten entsprechende Footprints, also so bestimmte Informationen hinterlegt, die es ermöglichen, YouTube direkt festzustellen, wo derartiger Content ist und dieser dann auch teilweise schon gesperrt wurde. Das machen auch durchaus Firmen, die von dieser Toleranz allem Anschein nach vorher schon mal Gebrauch gemacht haben. Also mit solchen Spielen und insbesondere Previews sollte man entsprechend vorsichtig sein und im Zweifel eben, wenn es denn sein soll, vielleicht sogar mal den Hersteller kontaktieren, ob sie damit einverstanden sind und dieses eben dann auch nur so nutzen, wie es denn zum Beispiel bei Microsoft in den Bedingungen steht. Dass man zum Beispiel einen Hinweis einblendet, wo die Copyrights denn liegen und dass man zum Beispiel auch bestimmte Dinge nicht mit den Videos macht, zum Beispiel keine Pornografie damit einbringt und eben das Ganze auch nicht entsprechend nur verballhornt, je nachdem, wie man das Ganze denn dann auch definieren will. Ein Problem ist allerdings bei diesen Spielen oftmals, dass die Rechte gar nicht komplett nur bei dem Spielebetreiber bzw. Spielehersteller bzw. Publisher liegen, der das dann toleriert, sondern auch der hat bestimmte Sachen oftmals eingekauft und auch nur Lizenzen für insbesondere oftmals die Musik. Das heißt, selbst wenn die es tolerieren, kann der Spaß bei der Musik dann aufhören. Bei einigen wird es dann entsprechend schon genannt, also soweit ich es gesehen habe, bei Microsoft, bei zumindest Halo 3 gibt es wohl durchaus ein bisschen auch Toleranz hinsichtlich den Sounds und der Musik, aber bei anderen kann das anders sein. Also wenn da irgendwo etwas drin ist, was vielleicht, wie es zum Beispiel bei GTA ja oftmals der Fall ist, sogar in Schadmucke dann abdriftet, dann muss dieses in der Regel ausgeblendet werden, sonst gibt es Ärger nicht mit dem Spielehersteller unbedingt immer, sondern dann mit denen, die die Rechte an der Musik haben. Und insbesondere die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen bei YouTube werden dann auch zügig anspringen, wenn dann ein paar Töne von irgendeinem Hit dann wieder auftauchen. Also damit unbedingt dann vorsichtig sein. Eine Frage, die sich dann in solchen Zusammenhängen immer wieder stellt, ist, was droht mir denn, wenn die Toleranz denn mal endet eines Publishers und der gegen mich vorgeht? Erstmal auf jeden Fall, dass das Video gelöscht wird, beziehungsweise ich verpflichtet werde, das sofort runterzunehmen. Das ist ja in der Regel noch hinzunehmen. Allerdings kann es eben auch weitergehen, bis hin gegebenenfalls zu Schadensersatzforderungen und oder Unterlassungserklärungen, die dürften in der Regel eigentlich immer folgen, mit entsprechenden empfindlichen Zahlungen, wenn man denn es wieder tut, inklusive gegebenenfalls auch der Zahlung der Rechtsanwaltskosten. Mir ist jetzt nicht bewusst, dass bei diesen Let's Plays großartig in diesem Rahmen schon irgendwas passiert wäre. Vielleicht auch, weil man ein bisschen die negative Presse von sowas fürchten würde. Aber man kann sich auf jeden Fall nie hundertprozentig sicher sein. Theoretisch gibt es diese Möglichkeit, wenn man gegen die Lizenzbedingungen verstoßen hat, beziehungsweise insbesondere gegen das Urheberrecht und die entsprechenden Copyright-Vorgaben, die die entsprechenden Publisher dann auch gemacht haben. Kurz gesagt nochmal, also dieses ganze Let's Play basiert größtenteils auf Tolerieren. Man sollte sich vielleicht, wenn man dann entsprechendes Spiel dann da einstellen will und einen Hersteller hat, dann vielleicht mal in diese Listen reingucken, die es auf diesen Forenseiten dann auch gibt. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Wer die haben will, sollte dann bei den Herstellern direkt anfragen. Nur dann weiß man es explizit und ausdrücklich. Und selbst dann ist man allerdings nie davor hundertprozentig gefeit, dass nicht doch irgendeine von diesen Kontrollmechanismen bei YouTube und ähnlichen Seiten anspringt und man dann zumindest erstmal vielleicht dann eine Verwarnung kriegt oder vielleicht dann sogar irgendwann der entsprechende Channel gesperrt wird. Ich selber habe das Ganze auch mal ausprobiert. Ich bin noch nicht gesperrt worden. Und wer sich diese ersten, sagen wir mal so, sehr einfachen Versuche mal angucken will, der kann auf diesen Link hier unten gerne mal klicken. Ja, das war's für heute und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Insbesondere sicherlich mit ein paar Infos auch wieder für die Vorweihnachtszeit. Schauen wir mal. Und tschüss.